Also, ich glaube, hier war auch schon mal jemand dran, weil die sind gar nicht alle so in Flucht, aber die 1 zu 2 passt jetzt auf jeden Fall. Doch zusammen, nachdem wir ja beim letzten Mal am 80.06 das Maß bestimmt haben und ich auf 1,17 ungefähr rausgekommen bin und entschieden habe, das so zu lassen, ja, bin ich jetzt dabei, den Zylinderkopf zu montieren. Und ja, auch das ging leider nicht ganz so von der Hand, wie ich mir das gedacht habe. Das ist natürlich sehr riskant, das so durchzuführen, weil man natürlich Gefahr läuft, dass die Dichtung nicht richtig sitzt. So wie jetzt zum Beispiel. Wenn das so geht, wird mir das gefallen. Genau so sieht das dann aus, wenn unten dieser ja, ich weiß nicht, Stahlring oder was, der unten am Stößerrohr sitzt, wenn der deformiert ist und man versucht, ihn wieder gerade zu machen. Grüße gehen raus an Tore, der mir auf Instagram geschrieben hat und mir einen Tipp gegeben hat, wie ich denn auch vielleicht die Feder montieren könnte. Da habe ich wie so ein alter Fernsehkoch natürlich was vorbereitet zu Hause. Und das hier ist ein neues Stößerrohr. Das eine habe ich nämlich verbogen hier unten bei dieser Aktion. Ja, ich habe die Federn vorgespannt, mit einem Kabelbinder gesichert und glaube, dass ich die so nachher gut einsetzen kann. Pitch dann hier nur den Kabelbinder durch und schon sitzt alles. Ja, ich bin guter Dinge, dass wir das Ding heute zum Laufen bekommen. Ne? Im Übrigen, also ich habe auch noch ein paar von denen hier besorgt. Also falls das nochmal schief gehen sollte, ich habe ein paar Versuche. Kosten nur Cents, aber das muss man halt erstmal alles immer bekommen. Ne? Rechnung sowieso, wie das alles hier gekostet hat, das kommt natürlich noch in einem separaten Video. Aber jetzt bin ich erstmal wild drauf, die Dinger hier einzusetzen. Also, los geht's. So, der neue Ring liegt schon auf. Genau, einmal hier reingucken. Weiß nicht, ob ihr was erkennen könnt. Ja, mein Plan ist jetzt, ich setze jetzt hier vorsichtig den Zylinderkopf auf und fädel dann die Stößelstangen ein. Da kommen natürlich neue Gummiringe oben und unten drauf. Die sehen schon gebraucht aus, aber ich hatte die ja einmal schon mal dran gehabt. Und hier mit meinen schmierigen Fingerchen, ne, sieht das, ist das halt ähnlich. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Muss ich halt nur wissen, wie die hier am besten reinpassen, ne? Das hier sieht schon mal gut aus. Ah, der hier, den machen wir, guck mal hier, der ist auch neu, aber der ist hier gerissen bei der Aktion. Den machen wir natürlich weg. Ich hätte jetzt nicht beide Schlüsselrohre neu machen müssen, aber ich habe es jetzt einfach bestellt. Eins davon muss ich ja sowieso wegschmeißen, also ein altes. Und das andere halten wir uns natürlich auf Hold. Ne? Ich denke zwar nicht, dass wir da nochmal dran müssen. Also ich bin sehr positiv gestimmt, aber für alle Fälle, ne? So. Ich will eigentlich gar nicht so viel rumrutschen, Leute. Hier, hinterher verzieht sich noch dieser Scheißring. Oder? Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber die Rohre sind unten drin, auf jeden Fall. Die sind hier drin und ich hoffe, die ziehen sich nachher, wenn ich jetzt hier, also die müssen halt hier oben, die müssen halt hier oben noch rein, ne, so ein Stück, aber das ist halt auch wegen der Dichtung natürlich, bisschen strammer, ja, aber das sieht eigentlich gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ich hoffe, jetzt hat sich der Ring nicht verschoben. Da habe ich jetzt auch keinen Blick mehr drauf. Drückt die Daumen, dass das geklappt hat. Ich löse den Kabelbinder erst, sobald der hier oben fest ist. Ne? Also vorher machen wir da nichts. So, und jetzt sollen wir
über Kreuz anziehen und mit 30 Newtonmeter vorspannen. Was ihr jetzt vielleicht nicht gesehen habt, ich habe die Gewindegänge vorher ein paar Mal durchgedreht mit den alten Schrauben, dass der ganze Dreck raus ist. So, sieht gut aus. Ich habe gerade mit der Wasserwaage hier geguckt, ob wir in einer Flucht sind. Ne? Also wir müssen ja noch ausrichten hier. Nicht, dass wir den Schräg da drin haben. Das wäre jetzt kacke. Also wahrscheinlich für den Motor relativ egal. Ja, ich wundere mich gerade, warum. Ja, das ist ja richtig, dass sie wackeln. Die sind ja hier eingespannt mit dieser Nut. Die abgedichtet mit den Dichtringen oben. Ne, das passt. So, jetzt 3x45 Grad. Und ja, bei den alten war das wohl 3x45 Grad. Und hier würde ich dann nochmal 30 Grad, ne, für den Geschmack oben drauf geben. Also, ich glaube, hier war auch schon mal jemand dran, weil die sind gar nicht alle so in Flucht. Aber die 1:2 passt jetzt auf jeden Fall. Aber ich werde den Teufel tun, die anderen hier losdrehen. Ne? Das könnte aber auch der Grund dafür sein, dass er hier hinten, dass er hier an der 5 und 6 so ein bisschen rausgequalmt hat. Ne? Da war zwar auch die Dichtung weg, die Krümmerdichtung. Warum richten wir das ja aus? Weil der Krümmer aus Guss ist und wir den ja nicht ziehen können. Ne? Der würde ja reißen, wenn wir das dann festknallen. Jetzt kommt ein Teil, was ich noch nie benutzt habe. Das passt eigentlich, glaube ich. Ich glaube, die Schrauben hier, das passt eigentlich. Jo. 90. Gut. Ist auch schon so knallefest. So. Erste Runde. Drei Runden. Also ich stelle mir den auch noch mal. Der Wilfried von 06070608X, der sagte irgendwo mal, der hätte das mal gemessen, das waren 130 Newtonmeter ungefähr. Ich habe mir den jetzt auch mal auf 130 eingestellt, dass wir auf jeden Fall nicht zu extrem werden, weil ich habe richtig Schiss vor abgebrochenen Schrauben oder Rissen in Köpfen. So. 90, das ist die Runde 3. Boah, ist das stramm. Aber der hat natürlich auch hier nachher richtig PS, ne? Gut, so, und da wir jetzt so eine Dingsscheibe drunter haben hier, so einen Dichtring, wie bei den neueren Motoren, gönnen wir ihm noch 30 Grad aufs Haus. Zack. Boah, Leute, das hat mich jetzt echt Mut gekostet. Also das ist schon richtig stramm jetzt. Aber muss auch so sein, ne? So. Ich hoffe, ich war jetzt 3x45 Grad rum. Gut. Dann müssen wir nur noch hier die Dinger rauskriegen gleich. Genial. Gut, das war jetzt nicht so geil. Jetzt hängt natürlich da der Kabelbinder drin. Gut, das Einzige, was passieren kann, ist, der schmilzt, ne?
glaube ich, irgendwann. Der ist komplett rausgekommen. Also es klappt auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Das sieht auch ganz gut aus da unten. Ja. Ja. So, weiter im Text. Schlüsselstänkchen. Die sehen auch ganz gut aus, ne? Wenn die Ventile mal nicht richtig eingestellt sind, dann sind die manchmal hier auch schon ausgefranst oder so, ne? So, warum sind die unterschiedlich lang? Ist ja logisch. Wir sind ja jetzt gerade unten, ne, mit dem Kolben gewesen. Einlass, Auslass, ne? Einlass, Auslass. So, jetzt fehlen mir hier die Dinger. Ah, hier oben sind sie. Da müsste ich, die mache ich mal eben gerade ein bisschen sauber. Also hier an denen, das ist mir eben auch aufgefallen, oder jetzt gerade eben erst aufgefallen, den haben wir auch in neu. Hier war schon öfter einer dran, ne? So wie die aussehen. So, die kriegen zwei neue Ringe. Im Prinzip ist egal, ob die sauber sind oder nicht, weil die haben ja nur diese Verschlussfunktion, ne? Aber ganz ehrlich, je weniger Dreck hier irgendwo da in dieser Kühlgeschichte hier ist, umso besser, glaube ich. So, jetzt sagt die Akku, die Lampe sagt schon gleich ciao. Nutzen wir noch eben die Zeit. Ich habe jetzt hierzu nichts gefunden, wie stramm. Deswegen mache ich einfach fest. So, weil wie gesagt, das ist ja eher so auch Deckel, ne? Mehr oder weniger. Die haben ja keinen Auftrag, wofür die fest sein müssen, meines Erachtens. So, das ist hier auch, das war alles so ein bisschen leicht ölig, habe ich das auch gelassen, ne? Während ich das jetzt hier gelagert habe, die paar, ja, ich wollte sagen Tage, aber es waren jetzt eigentlich eher schon mehr oder weniger Wochen. Ja, das muss nämlich noch weiter runter alles hier, das ganze Ding. Ich drehe nochmal gerade den Motor ein Stück. Vorher wollte ich noch Radschrauben drauf drehen. Ah, geht auch so. Aha, ihr seht das, ne? Der muss noch ein bisschen weiter runter hier, diese Kipphebelbrücke oder wie die heißt. Knall jetzt auch nicht eins erst fest, sondern macht das so nacheinander. Weil was ich jetzt nicht gebrauchen kann, ist, dass hier noch was reißt. Auch hier habe ich jetzt nichts gefunden, wie fest. Da gibt es bestimmt auch Newtonmeter. Aber ich mache mal fest. Also das, was ich so mit der Hand drin habe. Nicht ganz auf Gewalt, ne? Sondern die habe ich ja auch einfach losbekommen mit der Knarre, ne? So, die sitzen hier schön in den Pfannen drin. Ja, genau. Dann haben wir jetzt nämlich hier auch das Ventil offen, ne? Genau, der drückt da rein, jetzt ist das Ventil offen, Abgase können raus. Kolben ist ja unten. So. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Da waren wir auch vor ein paar Wochen. Damit ist das Ding schon mal quasi mehr oder weniger erledigt. Ich würde jetzt schon mal anfangen. Muss überlegen, ob erst das Blech hier auf der anderen Seite das Blech anzuschrauben. Und die Rücklaufleitungen und sowas alles. Also, ich schraube fest schon mal die Seite. Dann machen wir hier vorne nachher noch den Schlauch neu. Da nehme ich euch nochmal mit. Ne? Den habe ich nämlich neu gekauft. Und dann sehen wir uns. Ja, kleiner Zeitsprung. Es hat sich ein bisschen was getan. Ihr seht, die Abzugbusse ist schon montiert. Ich habe hier natürlich neue Dichtungen drunter. Ihr seht ja auch noch, ne? Vom Auslass. Hier hinten, die sind auch komplett neu. Da hat sie ja immer so rausgequalmt. Die waren auch schon spröde, aber ich habe sie jetzt weggeschmissen. Sonst hätte ich sie ja noch gezeigt. Das hier ist dran, ne? Und was ich hier in der Hand halte, ja, das ist richtig blöd.
Das ist von hier, vom 6. Ich glaube, das ist auch irgendwas für die Rücklaufleitung. Irgendwie, keine Ahnung, dass das dann zurück in den Tank läuft oder irgendwas. Jedenfalls, ich habe das hier mit Dichtmasse schon so ein bisschen ummantelt. Der ist irgendwie abgebrochen, ne? Also ich habe da keine große Gewalt oder so angewendet. Ist natürlich hier irgendwie wieder was Besonderes, keine Ahnung. Muss ich gucken, muss ich wahrscheinlich neu besorgen. Und ich hoffe nicht, dass das uns jetzt hier einen Strich durch die Rechnung macht, dass wir das Ding hier laufen lassen können. Achso, und ich habe diesen Schlauch hier ersetzt. Den alten habe ich jetzt blöderweise, glaube ich, schon in den Müll geschmissen. Genau, das hier ist dieses Stückchen Schlauch, was ich ersetzt habe. Ist, glaube ich, nachvollziehbar, oder? Der hing hier nur noch an Fetzen. Das ist jetzt hier so ein 10 cm Silikonschlauch. Ist natürlich schweineteuer, ne? 10 oder 20 Euro irgendwie so rum. Ich müsste nochmal nachgucken. Hat ja fast gekostet, dieses Stückchen Schlauch. Aber gut, so ist das halt, ne? Da muss ich dann noch so ein Loch reinbohren hier für diesen Abzweig. Egal. Ich mache jetzt weiter. Ich schraube jetzt hier den Krümmer dran. Und ich hoffe, das härtet hier noch weiter aus. Und ich kann es in irgendeiner Art und Weise ganz zart montieren oder so, dass wir das irgendwie laufen lassen können. Also ich will, dass der nachher läuft. Ne? Das ist der Plan. So, ich muss euch jetzt mal gerade hier so wild in die Hand nehmen. Ich brauche nämlich mein Handy. Da ist eine Anleitung. Da ist eine Anleitung drauf, wie jetzt hier gleich die Ventile stehen. Also ich habe jetzt die 1 auf Überschneidung gestellt. Und jetzt kann man hier schon so ein bisschen fühlen, wie man hier alles ein- und ausstellen kann. Genau, das mache ich jetzt nach und nach. Es gibt ja genug andere, die auch schon mal irgendwie Ventile eingestellt haben. Ich stelle die jetzt, wie gesagt, ein, hole die Fühler leere und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe, ich habe übrigens hier den Traktometer habe ich gefunden. Ja, ist halt auch nochmal eine kleine Baustelle. Habe ich vorher nicht drauf geachtet, aber da kommen wir auch so nochmal irgendwie dran. Ne? Tank ist ja auch relativ zügig hier runtergenommen. Ja. Hier den Rücklauf, das baue ich nachher alles an, wenn ich Ventile eben eingestellt habe. Und ja, dann drückt bitte schon mal die Daumen.